Erst ein Heimsieg nach 21 Spieltagen, so lautet die magere Ausbeute des Clubs unter Trainer Kölner. Ein Sieg sollte also her gegen den abstiegsbedrohten SV Seligenporten. Erste Aktion des Spiels gehörte dann auch direkt dem FCN. In der 4. Minute, Özlokman dribbelt sich sehenswert durch die Abwehr in den 16er. Das Leder kann aber noch rechtzeitig auf der Linie geklärt werden und auch der Nachschuss ist zu harmlos. Doch auch die Klosterer nicht schlecht im Spiel, können den ein oder anderen Nadelstich nach vorne setzen, wie hier Herzner, doch Keeper Kreidel, sehr aufmerksam mit den Fingerspitzen verhindert er das Gegentor. Die jungen Klubberer spielerisch immer wieder eine Augenweide, klasse Kombination, wenige Kontakte, nur Özlokman vor dem Tor nervenschwach. Wir machen einen kleinen Sprung in die 42. Minute. Herzner wird zu Fall gebracht von FCN-Keeper Kreidel. Schiedsrichter Schieder zeigt auf den Punkt und gibt die gelbe Karte. Wir schauen nochmal drauf und sehen, dass Kreidel mit viel Risiko zu Werke geht, mit dem linken Fuß jedoch den Ball spielt. Eine Fehlentscheidung also? Ja, und davon lässt sich auch der Schiedsrichter überzeugen. Der Assistent hat's gesehen und Schieder stellt alles wieder auf Anfang. Klasse Zusammenarbeit der Unparteiischen. In der zweiten Hälfte flachte das Spiel dann merklich ab. Weniger Torraumszenen waren die Folge bis zur 71. Minute. Pfeil mit einem Traumpass auf seinen Captain und die Kugel zappelt im Netz. 1:0 durch Dominik Baumann und das war nicht unverdient. Dieser Treffer sollte auch der Siegtreffer sein, denn der SVS hatte zwar nochmal die Möglichkeit durch Klose, aber Kreidel packt sicher zu und hielt den zweiten Heimsieg der Saison für seine Mannschaft fest.